zusammen, hallo. Willkommen zurück zu Void Train. Mein Gott, ich kam jetzt endlich mal wieder dazu. Zum Aufnehmen. Schön, dass ihr da seid. Und wir sind immer noch hier in unserem kleinen... ja, Kabuff. Möchte ich schon fast sagen. Und... ja, es geht wieder weiter, denn ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe jetzt so lange Pause gehabt. Es lag daran, da ich tatsächlich... Spätschicht hatte. Es ist ja so, dass ich das Ganze ja nur... hobbymäßig mache. Und so, warte mal, da machen wir doch mal hier einmal. Achso, Bremse lösen, ne? Und genau. Ach ja, wir haben ja hier. Lass los. Ganz vergessen. So, wir haben ja. Das Ganze, wie gesagt, das Ganze nur hobbymäßig und so und alles. Und da habe ich dann nicht immer die Zeit dafür, wenn ich dann nebenbei noch arbeite. Aber das habe ich schon tausendmal gesagt. Nur so zur Info. Also jetzt kommt wieder was. Ich weiß noch nicht, wann ich schaffe, das Video zu laden. Ich beeile mich damit. Aber jetzt erstmal gucken. So, wir wollten... was wollten wir denn? Ja, wir wollten weiter sammeln. Ich weiß immer noch nicht, wie wir den Zug ausbauen. Ich hatte ein bisschen geforscht im Internet. Es soll angeblich... also, an, was ich so gelesen habe, soll es wohl Story... fortschreitend sein. Also wenn man hier einfach weiterfährt, irgendwann soll es wohl soweit sein. Ich bin gespannt. Ob es so richtig ist, weiß ich nicht. Ihr könnt mich da auf dem Laufenden halten, falls ihr da mehr wisst. Wie ich. Könnt ihr mir das gerne sagen. Oh nein, da war Essen. Wir können ja jetzt auch mehr Essen und Trinken machen, ne? So, ich muss erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Und wir können jetzt auch weitere entfernte Orte bereisen, ne? Wir haben ja diese Dinger. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die nun mal wirft. Essen. Was ist das für eine Riesenkette? So, Metall nehme ich mit. Scrap Metal. Oh, moin. Hier ist was zu trinken. Aber so richtig weiter an Orte kommen wir auch, glaube ich, auch nicht, ne? Aber aller Anfang ist schwer beim Survival Game. Das ist nun mal so. Da ist keiner von befreit. Ach ja, wir können ja schneller schwimmen, wollte ich gerade sagen. Tut immer so, als würde er schwimmen, so mit der Arme. So. Gut. Ja, und ich war auch auf der Gamescom gewesen. Ja. Richtig geil, muss ich sagen. Gamescom immer noch ein Paradies für Gamer, möchte ich fast sagen. Immer noch großartig. Hab zwei Spiele anspielen können. Wow, von so vielen. Aber gut, ich habe die anspielen wollen, die ich eigentlich anspielen wollte. Denn für die, die es vielleicht nicht wissen, man muss da anstehen. Und das kann auch mal bis zu 4-5 Stunden dauern, bis du dann rankommst. Und je nach Schlange. Ich wollte eigentlich Alone in the Dark angespielt haben, das neue. Aber da war so eine Mega-Schlange, wo ich mir so dachte, so, ja, dann sehe ich nachher von der Messe nichts mehr. Weil wir hatten nur den Samstag. Und ich dachte mir, komm... testest du kleinere Spiele aus, wo vielleicht die Chance größer ist, dass du dran kommst. Und siehe da, tatsächlich, ja, habe ich es geschafft, Wreck Creation anzuspielen. Wreck Creation ist quasi von den Machern von, na, wie heißt es denn? Die früher Burnout gemacht haben. Die heißen jetzt Freefield Entertainment. Die haben Danger Zone zum Beispiel gemacht, falls das einigen was sagt. Und, ja. Wo habe ich denn hier in der Kiste? Habe ich denn... da habe ich noch Fett, dieses grüne Zeug. Habe ich das noch irgendwo? Ich packe das mal hier rein. Essen war, glaube ich, hier, ne? Oder war das hier die Essenskiste? Pack mal hier die Essenssachen rein. Und, ja, ganz geil. Geht im Spiel darum, du hast eine riesengroße offene Spielwelt, die du selber kreieren kannst. Quasi mit Rampen, mit Blöcken. Du kannst das Wetter bestimmen. Du kannst dein Auto anpassen, einfach während der Fahrt. Du kannst den Verkehr regeln. Also es fühlt sich wirklich also richtig an wie Burnout früher. Allein auch schon wegen der Fahrphysik. Und das Coole daran ist halt dieses... dieses Bauen. Du kannst halt wohl auch mit Leuten zusammenbauen und kreieren. Das soll wohl auch möglicher sein. Ich habe da zwei Modi, nee, drei Modi gehabt. Einmal ein Rennen. War ganz witzig. Ein ganz normales, stinknormales Rennen. Dann Exploring. Also wo man halt exploren kann. Die ganze Spielwelt und so. Und ich weiß gar nicht, was das dritte war. Das habe ich, glaube ich, gar nicht gespielt. War das Zeit? Time Attack oder so?
Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber war auf jeden Fall ganz witzig. Ich glaube, ich werde es mir mal irgendwann mal gönnen. Wird wahrscheinlich auch sehr schnell im Preis fallen, denke ich mal. Wird auch, glaube ich, kein Vollpreistitel werden. Auf jeden Fall war das sehr, sehr lustig. Auch mit Unfällen, mit Crashes und so. So wie Burnout typisch halt. Definitiv gewesen. Ja, und das zweite, was ich angespielt habe, war der Bausimulator, der neue. Construction Simulator 2022, kann man sagen. Oder der heißt einfach nur Construction Simulator, glaube ich. Ja, da bist du quasi ein Baggerfahrer. Oder beziehungsweise da hast du so deine Firma. Du musst halt Gebäude bauen. Ja, mit dem Kran fahren, mit dem Bagger fahren, mit dem LKW fahren, mit Raupen. Mit allem den ganzen Baggergedöns, die man so alles auf der Baustelle hat. Du musst da halt, ja, baggern. So, was soll ich dazu sagen? War sehr großartig, gefällt mir auf jeden Fall auch richtig gut. Denn, zum Vorgänger auf jeden Fall einen sehr, sehr weiten Schritt nach vorne. Der letzte Bausimulator, den habe ich sogar hier auf Festplatte, den spiele ich zwischendurch noch, weil mich das wieder angefixt hat. Der letzte Bausimulator kam ja 2015 raus, das ist ja schon ein bisschen her. Und, nee, ist schon auf jeden Fall ein Meilenstein geworden. Auch grafisch war das echt Hammer. Auch von der Spielmechanik muss ich sagen, auch nochmal ein bisschen schöner geworden, ein bisschen einfacher von der Steuerung. So generell zum Gameplay konnte ich jetzt nicht viel sagen. Ich habe jetzt nur so eine Tutorial-Mission gemacht. Das war so das Einzige, was ich da machen konnte. Ich konnte noch rumfahren, ja, aber da war, ich hätte jetzt auch noch einen Auftrag annehmen können, aber ich wollte jetzt den anderen nicht da die Show stehlen oder den anderen das nicht wegnehmen, weil die haben ja auch schon so lange gewartet. Und anschließend habe ich noch ein T-Shirt gekriegt und noch ein Maßband. Zwei Maßbänder haben wir noch ergattert von Construction Simulator, ganz witzig. Das T-Shirt gab es tatsächlich deswegen, wenn man die Mission abgeschlossen hat. Da kann man so ein, dann kriegt man so ein T-Shirt. Habe ich natürlich mit Bravour abgeschlossen. Hab da so eine Straße gewalzt mit einer Teerwalze. Anschließend mit einer Raupe habe ich so Erde weggeschoben. Und das letzte war mit dem Bagger so ein Loch ausgraben. Das war so... Also ich kam mir richtig vor wie so ein Bauarbeiter. Das war echt cool. Also ich habe auch gesehen, Spielwelt auch sehr, sehr groß. Und was cool ist, du hast verschiedene Aufträge. Das war im Vorgänger auch. Mit Hausbau, mit all den ganzen Gedöns. Und richtig, richtig gut. Das gefällt mir sehr gut. Auch von dem Missionsdesign bestimmt mega cool, wenn es dann fertig wird. Oder rauskommt, dauert ja auch nicht mehr lange. Ich glaube, 20. September oder irgendwie so kommt es, glaube ich. Irgendwie so. Da würde ich gerne mal hin. Sieht mega interessant aus. So, ich bin jetzt hier die ganze Zeit am rumexistieren und am rumlooten. Ist jetzt nicht so spannend, ich weiß, aber nur gut. Wie das nun mal so ist, ne, wenn du so hier rumfliegst. Nein, aber nochmal zurück zu Gamescom. Eigentlich ganz cool, wie immer. Ne, Spiele halt antesten. Gut, waren halt die Großen jetzt nicht da. Sony, Nintendo und sonstige Kapanen. Aber ansonsten, THQ war da, Capcom war da, Sega war da gewesen. Also eigentlich alles wie beim Alten. Klar waren YouTuber auch da, aber eigentlich im Prinzip, du bist ja für die Spiele da. Oder gut, einige gehen natürlich auch für die Streamer dahin und so. Natürlich verstehe ich auch voll und ganz. Ist ja auch mal eine Möglichkeit, dann halt vielleicht mal den Streamer mal Hallo und Guten Tag zu sagen, wenn er dann da ist. Na? Und, Finde ich ganz cool. Also es hat sich nichts geändert. Es ist immer noch alles beim Alten. Nächstes Jahr wird wahrscheinlich auch wieder Gamescom in Köln sein. Freue mich schon. Was? Freue mich schon. Ernsthaft? Anhalten! Ich muss das sammeln. So, erstmal nachladen. So, Leder. Oh nein, not enough space. Da ist Leder. Gut, ist nicht schlimm. Oh. Alter. So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen auspacken. Das kommt hier rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Dann kommt das Holz, glaube ich. Hier ist noch Platz. Hier ist noch Platz für Holz. So, langsam wird's eng, ne? Hier haben wir noch gar nichts. Ah, hier ist Scrap Metal. So. Hier haben wir auch schon... Hier haben wir Holz noch voll, ne? Hier können wir noch Scrap Metal reinpacken. Ich will mal essen. Konsum war nochmal Use. Und trinken tue ich auch mal, komm. Fett, hatten wir Fett schon irgendwo? Ja, vorne.
Vorne war, glaube ich, fett, ne? Pack ich das auch noch da rein? Alter, dieser Vogel, ne? Hätte ich das gewusst, hätte ich dieses Vogelding überhaupt nicht gebaut. Das, ich glaube, man... Wie war das nochmal letztes Mal? Man kriegt den irgendwie... Man muss den... Oh, Raw Meat. Hm. Man muss den irgendwie, tamen oder so? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. So, Kitchen, warte mal. Wir brauchen Holz. Ich würde gerne was zu essen machen. Wo war denn jetzt Holz hier? Ich... Ja, ich hoffe, man kann später irgendwie die Kisten irgendwie vernünftig sortieren. So, Holz. Mach mal zwei. So, und hier hätte ich gerne jetzt Food. Ach nee, doch hier, Raw Meat. So, Create. Oh, geil. Mmh. Geiles, fettes Schnitzel, Alter. Nee, aber sonst, Gamescom, muss ich sagen, war sehr, sehr cool. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Ganze drumherum und so wieder, das war echt cool, auch mal wieder so unter Leuten sein, bisschen mit Leuten quatschen so. Das war schon ganz witzig. Muss ich sagen, das war schon echt cool. Und halt auch, wie gesagt, so die Indie-Arena war auch mega. Schön die Indie-Games. Und die Retro-Arena hat mir dieses Jahr sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Die war richtig gut. Also die Retro-Games, die da waren. Oh, Sega Dreamcast, Amiga 500, meine Zeit. Hust, hust. Sega Dreamcast. Dort sogar einer auf Sega Dreamcast Power Stone gespielt. Ich weiß nicht, ob einigen Power Stone noch was sagt. Das war so ein geiles Prügelspiel. Wo ich mittlerweile ja auch da raus bin aus dieser Szene. Aber das war so geil. Oh, halt, stopp. Anhalten. Nein, Bremse. Power Stone war richtig gut. Wie wechsle ich denn also mit Q, ne? Ich will das Crab Metal haben. Muss ich also doch zurückfahren. Warte. Nein, aber echt eine Power Stone gespielt. Das war mega gut. So, eben anhalten. So, Richtung schon mal wechseln. Das dürfte eigentlich reichen. Oh, Sega Dreamcast, ja, Amiga, Atari, N64, Super Nintendo, also alles so richtig schön oldschool. Da habe ich mich irgendwie wieder so, ach, da kamen alte Erinnerungen hoch. So, was man auch mit den Konsolen so alles erlebt hat, ne, früher, so wenn man gespielt hat. Oh, ich erinnere mich gerne daran, was alles so möglich war. Ich weiß noch, beim N64 damals mein allererstes Lenkrad. Ohohoho. Das allererste Rennspiel. Oh mein Gott. Ja, der Alte erzählt wieder. Ja, da schwelge ich gerne in Erinnerung. Das waren schöne Zeiten, muss ich sagen. Auch beim N64 damals das erste Mario Kart. Oh, das Mario Kart 64. Das war so großartig. Durchgespielt und am Ende kam ein anderer Startbildschirm, wenn du es komplett durchgespielt hast. Alles auf Gold. Das war so cool. Ich war so mega stolz. So stolz wie Oma. Oder wie Oscar. Richtig gut. Und, nee, das war schon echt ein Highlight. Also Retro Arena war echt ein Highlight. Muss ich sagen. Falls ihr die Möglichkeit habt, auf jeden Fall mal vorbeifahren, hinfahren, gucken gehen. Lohnt sich definitiv. Und nicht immer auf das hören, was andere sagen. Das, lieber erst einen eigenen Eindruck machen. Ne? Weil ich weiß, es kursierten auch viele Gerüchte rum, dass, ja, ist ja nicht so schön wie damals und ist ja nicht so toll. Lieber einen eigenen Eindruck machen und, wem es gefällt, dem gefällt's, wem es nicht gefällt, dem gefällt's nicht. Ganz einfache Kiste. Ne? Wenn es dir nicht gefällt, hey, dann ist es so. Und wenn es dem anderen gefällt, dann ist es auch so. Ne? Oh, halt, stopp, ich sehe Scrap Metal. Einmal bitte in die andere Richtung. Ich nehme nochmal das Holz schon mal mit. Da war Scrap Metal übersehen. Das nehmen wir noch mit. Wir brauchen bestimmt jede Menge Scrap Metal. Ich hoffe, wir können bald den Zug ausbauen, ey. Einmal wieder andere Richtung. So. Nee, aber das so zum Thema Gamescom. Jetzt haben wir schon eine Viertelstunde über die Gamescom gelabert. Ja, nee, aber wie gesagt, hat sich mega gelohnt. Ich fand's richtig gut. Und auch der Merch-Bereich war echt super. Also der Merchandise-Bereich, der war mega. Der war auch mega überfüllt. Wir waren ja, wie gesagt, samstags da. Das war schon heftig.
Also ich habe schon gedacht, die anderen Hallen, und es waren auch alle großen Hallen, waren offen, ne? Also es war jetzt nicht irgendwie, dass irgendwas zu war, bis auf, ich glaube, ein oder zwei Hallen waren zu. Das waren aber, glaube ich, so unwichtige Hallen. Oder beziehungsweise, die waren offen, aber das war nur für Business-Leute. Also, ich bin ja kein Businessmann, ne? Ich hab zwar mein Business am Laufen, aber ich nix Business. Ich nur Otto Normalo. So, und deswegen waren diese Hallen geschlossen. Die waren wirklich nur für Fachbesucher und so. Und auf jeden Fall waren die Hallen riesig wie immer. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend. So, gut. Das haben wir. Wir haben wahrscheinlich 1000 Sachen vergessen. Ich frage mich, wann der nächste Dings kommt. Der nächste Bahnhof, wenn ich es mal so sagen darf. Ich weiß nicht, ob wir noch von dem Grünzeug überhaupt was sammeln sollten. Use. Ich esse jetzt direkt immer, weil dann haben wir sofort ein bisschen mehr Platz im Inventar. Hallo? Da ist Crab Metal. Ich komme. Hier ist Holz. Essen. Da ist, glaube ich, Trinken. Direkt usen. Fast voll. Oh, da ist nochmal Essen. Ja, nice. Der Zug fährt unerbittlich weiter. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Mit mir allein als Passagier. So, das Grüne nehme ich mal mit. Weil wenn man es liegen lässt, dann ärgert man sich nachher, wenn man es braucht. Es ist immer so. Ihr wisst, wovon ich rede. Ne? Es ist immer so. Dann hast du nachher, stehst du an der Werkbank und was brauchst du? Genau das, was du liegen gelassen hast. Es ist immer so beim Survival-Game. Deswegen immer alles mitnehmen. Auch wenn es so unwichtig aussieht oder man denkt, man hat genug davon, man kann nie genug haben. Das ist, glaube ich, so das A und O beim Survival-Game. Gut. Ja, und wie gesagt, die letzten Tage kam ich leider nicht dazu zum Aufnehmen. Die Spätschicht kickt rein. Und wenn du dann halt bis 23:15 arbeitest, hast du dann irgendwann auch den Kappes offen. Oder was heißt Kappes offen, aber... Ernsthaft? Nicht den Kappes offen, aber du hast halt... Aber du hast halt auch keinen Bock, abends mehr irgendwie noch was, irgendwie zu machen oder so, weißt du? Deswegen... So. Ich hätte gern noch so ein Steak, lecker. Create mal. Da können wir vielleicht nochmal ein bisschen einräumen. Das esse ich. Oh, wir haben voll, ne? Das Grüne war, glaube ich, da. Nee, warum das Grüne denn? Hier. Chemical. Ist fast voll. Packe ich hier noch ein bisschen Chemical rein. Ich tue schon mal ein bisschen sortieren wieder. Das ist voll. Hier können wir noch 5 reinpacken. Dann... Da passt auch noch einer rein. Leder. Hatten wir eine Lederkiste? Hier hatten wir eine Lederkiste. Guck mal. Da. Da passt noch Leder rein. Wir haben noch Fett. Hat er noch Fett verloren? Nee, hat er nicht. Der wird immer fetter. Das Essen, kann ich das nicht einfach liegen lassen? Weil dann brauche ich das ja nicht mitnehmen. So, jetzt müssen wir gucken. Scrap Metal, ne? Da, zack, zack. Voll. Da ist auch voll. Dann würde ich die Kiste noch nutzen für Scrap Metal. Und das Grüne vielleicht raus. Weiß noch nicht mit dem Grünen. Das ist noch... Ich hätte... Oh, ich würde gerne noch eine Kiste bauen. Wie baue ich denn nochmal mit Tee? Tee. Ein Regal können wir auch bauen. Ich würde gerne... Okay, 2 Barren brauchen wir. Warte mal. Ich würde vielleicht noch eine Kiste basteln. So. 2 Stück hätte ich gerne. So, let's go. Nachgeladen haben wir, ne? Ja, okay. Dann packe ich die mal wieder weg. So, haben wir jetzt 2? 1. Wieso hat er den anderen nicht gemacht? Hä? Schiebung. Schiebung. So, das heißt, ich kann ja eigentlich Scrap Metal wieder da reinpacken, ne? Genau, so, zack. So, das heißt, ich würde noch eine Kiste bauen. Hier wird's immer enger. Mit T ist das Baumenü. So, die Frage ist jetzt... Nein. Wie drehe ich denn nochmal? Rotate mit R. Okay.
schade, ich würde es gerne irgendwie... Da geht's nicht. Man kann es also nur in diesem Bereich hier bauen. Weiß ja, ob... Geht noch eine hin? Ah, ein Blueprint können wir auch machen. Komm, dann machen wir noch direkt noch zwei Barren nochmal zusätzlich. Und Attacke. So, warte, ich packe nochmal ein bisschen Holz rein. Aber wir haben nur einen. Okay. Gucken, ob der direkt zwei schafft. Ich glaube zwar nicht dran. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Holz, ne? Oh, warte mal. Nein, andersrum. Das kommt da rein. Ja, es fehlt Dings, ne? Ich weiß. Holz fehlt. Hier. Die Musik ist auch sehr schön, finde ich. So träumerisch. Ach ja, morgen ist auch schon wieder Ostern. So ungefähr. So. Sind das jetzt zwei? Ja, zwei. Okay. Nein, ich will nicht die Waffe. Gut, da haben wir noch drei Holz. Das kann ich noch da reinpacken wieder. Nein. Da kommen wir noch Scrap Metal rein. So, das haben wir. Hier haben wir noch zwei Truhen dann, die wir noch befüllen können. Das heißt, wir können wieder weiter düsen. Ich würde noch eben hier was mitnehmen. Boah, wir haben so viel von dem Chemical, ne? Ich weiß gar nicht, was stellt man denn damit nochmal her? Wir können da mal eben gucken, was wir damit herstellen. Ah, okay. Das Grease. Oder hier. Unstable Chemical. Können wir mal herstellen. Da brauchen wir zwei immer, ne? Hier haben wir noch ein paar davon. Einfach mal ein bisschen zu was zu verbrauchen, weißt du? Ach, Fuel muss ich auch reinpacken. Okay. Da packen wir mal da fünf Holz rein. So, dann ist da erstmal fünf Holz drin. Dann würde ich hiervon mal so drei Stück machen. Let's go. So, während das brät, fahren wir einfach weiter. Ich weiß, das stopft natürlich auch die Kiste voll, aber besser als wie diese Chemical erstmal wieder da die Kiste voll stopft. Aber dann haben wir vielleicht was, was wir vielleicht brauchen könnten. So, es geht weiter. Wenn die Musik wieder ertönt, dann kommt wieder so ein Tor, ne? War, glaube ich, so. Da ist Wasser. Trinken. Und da ist auch noch... Da ist wieder Chemical. Hier ist wieder Water. Oder Dirty Ice. Dirty Diana. So, Scrap Metal. So, ich sammle das mal auf. Können wir das hier reinpacken? So, ja. Okay. Ich habe wahrscheinlich 1000 Sachen vergessen, ne? Achso, ich wollte ja immer direkt essen, ne? So, das. Guck mal, essen ist gut, trinken geht noch ein bisschen. So, ich frage mich, ob das prozedural generiert ist. Also diese Level hier. Oder ob das, Oder ob das, fertige Level sind, die so... warte mal. Oh, ich sehe was. Wie war denn das nochmal? Ich muss da drauf schießen, glaube ich, ne? War hier sonst noch was zum Sammeln? Da. Wollen wir jetzt weiter düsen? Etwas blockiert uns. Ich entsinne mich, dass wir das schon mal hatten. Aber wir können ja mal Dings, ne? Wir können ja mal das Schnitzel essen, oder? Obwohl, ne, so viel Hunger haben wir gar nicht. Aber Durst haben wir ein bisschen. Dann würde ich das hier mal eben schnell wegtrinken und das Schnitzel da reinpacken. Können wir hier die Kitchen? Ich befeuere mal die Kitchen. Warte mal. So, vier habe ich jetzt. Okay, dann habe ich die jetzt da drin. Warte. Ja, sehr schön. Nice. Das klappt gut. Gut, so, dann können wir weiter. Lukas, da ist ja schon Lummerland. So. Okay. Da oben ist wieder Wasser. Und eine... Alter, die riesigen Glocken, ne?
Komm, ich zeig dir mal meine Glocke. Da ist schon mal der Chemical. Ich würde das, wie gesagt, gerne auch mal ausprobieren mit diesem, mit diesen Haken. Aber ich habe das Gefühl, man kommt da hinten nicht hin. Chemical. Scrap Metal. Hallo. Scrap Metal. Und da haben wir nochmal Holz. Voll geil eigentlich. Bin so gespannt, ob man da hinkommt. Na, nicht überfahren lassen. Essen, so. Direkt mal konsumieren. So, haben wir eigentlich alles ganz gut. Essen, trinken, unten voll. Passt eigentlich. So. Gut, kann da nicht schaden, nochmal eben schnell nochmal eben was nachzuholen. So, aber jetzt erstmal wieder drauf fokussieren auf Scrap Metal und Holz. Die Ressource schlechthin hier im Spiel. Ich frage mich auch, ob das einfach zerstörte Welten sind. Oder ist Void quasi so eine Zwischenwelt? Zwischen uns. Also unserer normalen. So, Dreck konsumieren, da kann nichts passieren. Dreck konsumieren, da kann nichts passieren. Ha, das reimt sich sogar. Guck mal an. Wer hätte das gedacht? Wie sie sehen sie nichts. Und weil sie nichts sehen, sehen sie morgen. Lass mich raten, gleich kommt wieder ein Tor, oder? Da ist noch Wood. Wood, Wood, Wood. Wood ist die Foot. Da war Scrap Metal versteckt. Ich wusste es doch. Da Scrap Metal und hier. So, Alter, wie viele Glocken hier einfach sind. Ist das hier Glöckner von Notre Dame oder was? Was ist hier sein Zuhause? Man weiß es nicht. Aber da stand ja auch beim letzten Mal, jetzt fällt mir das gerade ein, stand da nicht irgendwas, wir sollen uns vorbereiten auf irgendwie einen Kampf? War da nicht irgendwas gewesen? Ich habe so ein bisschen das ungute Gefühl, dass der Flexi aus der Vergangenheit uns nicht gut vorbereitet hat. Ich meine, gut, die Kisten waren voll, ne? Das schon. Aber ich meine, da war da nicht irgendwas. Da ist noch Holz. Ich und mein Holz. Fett müssen wir auch unbedingt sammeln, ne? Fett ist wichtig. Von diesen Tierchen. Ich würde mal anhalten. So, warte mal. Haben wir noch zu essen gesammelt? Ja, Essen. Lass auch nochmal essen. Essen wir auch direkt. So, da sehe ich noch Scrap Metal. Jetzt my question. Ich würde einmal ein bisschen nach vorne fahren. Die Musik ist so... Die Musik ist so still. Da war noch Holz. Habe ich verpasst. Komm, egal. Hier kommt er jetzt noch ein bisschen. So, warte mal, ich höre sie schon. Der hat nichts gedroppt. Die droppen auch nicht immer was, habe ich das Gefühl. So, warte. Der hat nichts gedroppt, ne? Nee, der gleitet nur vor sich hin. Da kommen wir nicht hin, das ist noch zu weit weg. Das Holz kriege ich, glaube ich, auch noch nicht. Una. Ja, doch. Kleinen Nager erschießen. Die hauen doch direkt ab, ne? Ich mache euch alle fertig. Na, oh, da liegt er. Na, oh, so traurig. Im Void hängt er da rum. So, ich guck mal, ob ich zwischendurch vielleicht einfach ein bisschen sammel und vielleicht die einfach unterwegs ein bisschen wegnatze. Oh, halt, stopp. Rückwärtsgang. So. Und bitte wieder in die andere Richtung. Nein. Sortieren tun wir gleich. Ob die Strecke immer gleich lang ist?
Könnt ihr mir mal sagen, ihr könnt das ja mal aufschreiben, zeitlich oder so. Ja, hey, da ist Fett. Juhu. Ruhe hier. Ich fahre mit meinem Zug. Geil, Fett haben wir. Warte mal, ich will nochmal anhalten. Just a moment. I'm breaking the rules. So, Holz. Scrapmetal voll. Holz. Voll. Scrapmetal. Scrapmetal voll. Achso, Essen, ne? Essen, Essen. Scrapmetal, Scrapmetal, Scrapmetal. Juhu, Fett. Ja. Dass man nur drei Plätze hat, ne? So, Fett. Haben wir Fett schon irgendwo drin? Da ist Fett, warte mal. Noch mehr Fett. Juhu. Danke fürs Fetten. Fürs Einfetten. Gott, sind die fett. So, vier Stück haben wir schon. Nice. Wir haben auch voll viel Leder. Da kann man sich später auch Klamotten bauen. Ich weiß es nicht. Aus Leder. Oder vielleicht Stühle. So, haben wir jetzt einsortiert alles? Ja, ne? Wir haben ein Scrap Metal noch. Bisschen Chemical. Da haben wir noch zu trinken drin. Das können wir mal eben wegtrinken. Ob wir ja wieder Durst haben. Was? Wo? Wer? Hey, ich höre sie doch da. Scheiße, nicht getroffen. Den habe ich getroffen, aber der hat kein Fett da gelassen. Lass dir wohl mal Fett da. So. Ich hätte gern 200 Gramm von der groben Fetten. So. Ah, grobe Rostbratwurst. Lecker. Oh, was sehen meine Äuglein? Hallo. Viermal Fett haben wir, ne? Ist nicht viel. Dann sammeln wir zwischendurch noch ein bisschen was. Alter, was ist denn jetzt? Huch. Voll der Freeze. Toll. Voll der Mega-Freeze gewesen. Was war denn jetzt? Friert einfach mal den Bildschirm ein. So, da nehmen wir mal ein bisschen Eis mit. Wir können uns wahrscheinlich auch viel bessere Sachen... Können wir uns auch irgendwie trinken machen am Grill? Doch, geht auch. Oh, Drinks. Da werden wir wahrscheinlich viel mehr rausbekommen, oder? Da werden wir doch viel... Da werden wir doch wohl viel mehr Trinken rausbekommen, oder? Als wie nur dieses läppische bisschen immer. Und auch das Essen. Da sollten wir mal was kochen. Und die Kiste dann voll machen damit. Da sehe ich Scrap Metal. Komme ich da noch hin? So gerade eben, aber zum Trinken komme ich nicht. Hallo, Freunde. So, warte. Nein, das kommt da rein. Das kommt da rein. Fünf Fett. Alter, voll viel. Wir wollten Essen machen, ne? Ich wollte einmal zurückfahren. Bevor wieder da die Bremse gleich kommt und sagt, du darfst nicht mehr zurück. Also ich glaube, das ist einfach nur dafür da, dass du nicht mehr komplett zurückfährst. Für was anderes ist das, glaube ich, gar nicht. So. Gut, schau mal die andere Richtung. Dann lass doch mal gucken, können wir was zu essen basteln? Ja. Die zwei? Dann machen wir zwei direkt. Holz haben wir noch ein bisschen drin. Das dürfte ja eigentlich gehen. Voll wenig Platz hier im Dings. Ah, oh, lecker. Yum, 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 yum. Das sättigt wahrscheinlich besser als wie Dings. So, und trinken würde ich jetzt auch gern herstellen. Hier. Einmal trinken, bitte. Ich weiß nicht, warum das gekocht... Abgekocht? Ja gut, abgekocht. Wahrscheinlich habe ich schon mega Durchfall, weil ich hier das... Was?
Was? Nein, ich habe nicht direkt auf den geschossen. Okay, wir haben nochmal Fett bei uns. Würde ich noch einmal hier reinpacken. Hier können wir auch mal die reintun. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Huch, dann haben wir ein bisschen Platz im Inventar. So, trinken. Wie viel bringt denn das? Können wir gleich mal gucken. Hier haben wir noch das. Das, das packe ich mal da rein. Dann können wir das auch nochmal eben machen. Nee, Fuel. Change. Packen wir mal 4 wieder rein und dann würde ich hier nochmal eben schnell... nee, nicht trinken. Entschuldigung, essen, ne? 5 mal essen, bitte. Danke. So. Let's go.